Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute mache ich mal mit meiner Serie weiter. Und zwar hatte ich euch bereits schon mal meine MAC Lippenstiftsammlung gezeigt. Die habe ich mit dem Hashtag 1 versehen und somit meine Serie gestartet. Und zwar mache ich heute mit der Serie weiter, indem es um Plushs gehen soll oder Rouge. Wie auch immer, also das, was man schön auf die Apfelbäckchen drauf macht, um frischer, lebendiger und einfach gesünder auszusehen. Ich finde das sehr, sehr wichtig für einen Make-up-Look. Heute filme ich das erste Mal abends, also es ist stockdunkel draußen, es ist glaube ich jetzt 10 Uhr. Und wenn das Licht jetzt nicht so gut sein sollte, seid mir nicht böse, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren, denn dafür habe ich mir auch eigentlich diese Ringleuchte besorgt. Ja, lasst es mich doch wissen. Ich fange an mit meinen zwei teuersten Blushs. Und zwar sind die von Urban Decay. Ich liebe sie beide. Also das sind wirklich tolle Blushs. Die heißen Afterglow 8 Hour Powder Blush. Einmal in der Farbe Video und einmal in der Farbe Fettig. Und zwar ist Video wirklich eine sehr schöne, ich hoffe das kann man erkennen, neutrale Blushfarbe. Also nichts Pinkes, nicht Röt, nichts Rötliches, nichts Peachiges. Das ist einfach etwas für jemanden, der sich nicht wirklich traut, sage ich jetzt mal, Blush aufzutragen, weil man Angst hat, einfach davor wie ein Clown auszusehen. Der ist wirklich sehr, sehr schön und die halten beide sehr lange. Also wie der Name schon sagt, 8-Hour Blush, 8 Stunden Halt. Ja, kann ich bestätigen, die sind wirklich super. Die Farbe Fettig ist eher so ein ins morvige, rosenholzartige... Gott, ich bin echt schlecht in Farben beschreiben. Ja, so in die Richtung geht das. Auch sehr natürlich, hält auch sehr, sehr lange. Ja, ich liebe, wie gesagt, beide. Dann komme ich zu zwei Blushs von Max Factor. Könnt ihr bekommen bei DM, bei Rossmann, was weiß ich, bei den Drogeriemärkten halt, wo es Max Factor halt so gibt. Die sind wirklich sehr, sehr gut. Das sind so gebackene Blushs, einmal in der Farbe 25 Alluring Rose. Das ist wieder ein sehr natürlicher Blush mit leichtem Schimmer. Sieht auf den Backen oder auf den Wangen wirklich sehr natürlich aus. Diese Farbe ist 30 Georges Berries. Ja, und das ist auch so eine Beerenfarbe. Auch mit Schimmer. Schimmer sind beide, also kein Glitzer. Da glitzert man nicht wie sonst was. Da kriegt man einfach eine wirklich schöne Farbe auf den Apfelbäckchen und man sieht sehr, sehr gesund aus. Besonders mit dieser Farbe hier, die so ins Bärige geht. Das frischt einfach jedes Make-up auf. Ich trage den auch übrigens heute auf meinen Wangen. Habe ich jetzt auch den ganzen Tag getragen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das wirklich noch erkennen kann. Die Haltbarkeit, also die Dauer auf den Wangen, ist natürlich nicht so gut wie die von den Urban Decay Blushes, die ich euch gezeigt habe. Die Urban Decay Blushes sind übrigens matt, habe ich völlig vergessen dazu zu sagen. Die sind wie gesagt gebacken und schimmern schön auf den Bäckchen und ja, ich finde beide Farben wunderschön. Dann kommen wir zu meinen Blushes von Catrice. Die Catrice Blushes mag ich sehr, sehr gerne und zwar habe ich hier einen Multicolor Blush in der Farbe 080 Peach Frappuccino und am Anfang dachte ich, oh Gott, den sieht man ja gar nicht auf meinen Bäckchen, aber wenn man schön wirklich mit dem Pinsel kräftig, also man muss schon ein paar Mal drüber gehen und dann über die Wangen gibt, ist es wirklich eine schöne Farbe. Dann habe ich noch drei andere von Catrice und zwar sind das die Defining Blush Blushes. In der Farbe 080 Sunrose Avenue. Das ist ein schöner Rosenholz, schimmernder Ton. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Der nächste Defining Blush ist in 030 Love and Peach. Und ja, das ist wirklich so eine peachfarbige Farbe in matt. Ja, sieht wirklich auch sehr schön auf den Backen aus. Dann habe ich noch einen, den gibt es nicht mehr. Da steht jetzt auch irgendwie nicht Defining Blush drauf. Der war auch, glaube ich, eine Limited Edition gewesen. Also der hat hier so zwei Farben. Einmal so eher rosa glitzernd und dann so pink mit Schimmer. Also den kann man
entweder halt gemischt auftragen, so wie ich das meistens mache, oder individuell entweder nur die Farbe oder nur die halt. Aber ja, wie gesagt, ich gehe da meistens einfach komplett mit einem Pinsel drüber. Die Farbe heißt 030 Pink Grapefruit Shake. Ich erwähne das jetzt einfach, weil ich den halt habe. Aber ich glaube, den bekommt ihr nicht mehr. Sorry. Dann, irgendwie habe ich das meiste immer zweimal, warum auch immer. Also hier habe ich zwei Blushes von NYX. Könnt ihr bei Douglas bekommen. Und zwar ist das einmal in der Farbe 01 Mokka. Das ist auch, ich habe es irgendwie mit so Rosenholzfarben. Sei es auf den Wangen oder auf den Lippen. Ich liebe diese Farbe einfach. Ja, auch diese Farbe frischt jedes Make-up wirklich sehr, sehr schön auf. Dann habe ich hier noch die Farbe Taupe. Der zählt zwar als Blush, den verwende ich aber nicht als Blush. Der ist wirklich sehr, sehr schön zum Konturieren, um die Wangenknochen zu betonen, um die Nase kleiner zu schminken. Und ja, wie gesagt, als Blush benutze ich den. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, diese Farbe als Blush zu benutzen, aber wie gesagt, zum Konturieren ist der wirklich super. Dann habe ich noch einen Blush leider bis jetzt, aber ich habe mir noch vor, mehrere zu bestellen. Von Milani ein Baked Blush und natürlich ist es die Farbe Luminoso. Also wer diese Farbe nicht kennt, lebt hinterm Mond, glaube ich. Nein. Aber die Farbe, über die spricht ja wirklich jeder, die ist wunderschön, die ist peachig, die ist schimmerig und die sieht einfach ganz, ganz toll auf den Wangen aus. Milani kriegt man so bei uns leider in Deutschland nicht in den Geschäften, aber könnt ihr, wie gesagt, bei Amazon bestellen. Kostet so, glaube ich, um die 5, 6 Euro und ja, das ist definitiv nicht mein letzter Milani Blush. Dann habe ich hier noch ein Blush, Powder Rouge von Manhattan. Ich erwähne ihn jetzt einfach mal, weil ich ihn halt habe. Das ist die Farbe Bubblegum. Der ist überhaupt nicht gut. Also ich sehe ihn überhaupt nicht auf meinen Wangen. Vielleicht bin ich einfach nur zu dunkel für diese Farbe. Vielleicht würde diese Farbe jemanden passen, der einen sehr hellen Hautton hat. Aber bei mir sieht man diese Farbe überhaupt nicht. Dasselbe Problem habe ich auch bei diesem Blush. Und zwar war der mal in der Glossybox drin von der Firma 4LK Düsseldorf. Ein Naturell Blusher. So eine ähnliche Farbe wie der von Manhattan. Auch den sehe ich leider überhaupt nicht auf meinen Wangen. Und diese zwei Blushes sind einfach nur überflüssig. Ja, das war es auch schon mit meiner kleinen Blush-Sammlung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, es sind nicht viele, aber ich lebe ja noch hoffentlich sehr, sehr lange. Und da kommen auf jeden Fall noch mehr Blushes dazu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr Bock habt, folgt mir auch gerne auf Facebook und Instagram. Ist wie immer unten verlinkt in der Beschreibung. Genau wie mein erstes Video meiner Serie, meine MAC-Lippenstiftsammlung. Wie gesagt, alles unten in der Infobox. Auch wenn ihr Videovorschläge habt, lasst es mich gerne wissen. Und wir sehen uns bald in meinem nächsten Video wieder. Bis dann, meine Lieben. Ciao.